Die Jobcenter würden oft übers Ziel hinausschießen, so Rechtsanwalt Dirk Feiertag. 90% aller Sanktionsbescheide seien fehlerhaft und werden dennoch wirksam, weil sich Betroffene nicht zu wehren wissen. Ich habe hier Fälle gehabt, da hat sich ein Mann über Monate von Blättern ernährt, weil er tatsächlich kein Geld bekommen hatte, noch nicht mehr Lebensmittelgutscheine. Es gibt diese Dunkelziffer von Menschen, die nie zum Anwalt gehen, die nicht zum Gericht gehen, die keinen Widerspruch einlegen, ist gerade bei Sanktionen unheimlich hoch. Und das Leid, was dadurch verursacht wird, ist extrem. So auch bei Klaus Brieger. Weil er angeblich mehrfach seinen Pflichten nicht nachkam, erhielt er die höchste Sanktionsstufe. Keine Geldleistungen, keine Mietzahlungen. Die Folge: Mietschulden und fristlose Kündigung der Wohnung. Das ist der Moment, wo man dann eben halt sagt, hat das überhaupt noch alles einen Sinn? Man steht wirklich davor und fragt sich, was bringt mir das Leben noch? Gar nichts mehr. Wenn da die Möglichkeiten bestehen, dass solche Leute einen so kaputt machen können, dass man sogar noch obdachlos wird, dann frage ich mich, wofür noch, ne?